Hallöchen, liebe Digimon-Freunde, und herzlich willkommen zu, ja, ihr seht richtig, Digimon Super Rumble, einen neuen Let's Play, Let's Test auf meinem Kanal. Je nachdem, wie gut das ankommt, wenn es natürlich gut ankommt, werden es ein paar mehr Folgen. Sollte es jetzt nicht so den Anklang finden, dann sehe ich das natürlich und werde dann dementsprechend auch kurz halten. Nichtsdestotrotz wollte ich es mal aufnehmen und für die Nachwelt dokumentieren, dich mit auf meine tolle Reise in die Digi-Welt auch hier mitnehmen. Und wir schauen uns das mal zusammen an. Also gehen wir gleich in die Charaktererstellung. Let's go! Ich habe mir das natürlich schon mal angeschaut, habe schon so ein, zwei Stündchen gezockt. Jetzt können wir uns das natürlich auch erstmal anschauen hier. Das war natürlich auch noch alles oberflächlich, weil du vielleicht hast schon gemerkt, das Spiel ist auf Koreanisch. Also ja, bisschen schwierig. Als erstes können wir unser Geschlecht auswählen, entweder männlich, weiblich. Ich glaube, ich bleibe bei männlich, damit kann ich mich ein bisschen mehr identifizieren. Da können wir zuerst mal das Gesicht auswählen. Aha, ja komm, ich nehme einfach hier diesen Standard-Dude und die Hautfarbe noch, ja, ein bisschen Bräun im Gesicht, hat noch kein geschadet. Ich glaube, dann muss man das hier bestätigen und dann kann man sich auch die Frise auswählen. Mal die hier. Natürlich dann noch die Haarfarbe. Witzigerweise kann man hier drei verschiedene Schattierungen wählen. Ne? Also erstmal hier die hier oben, wie man sieht. Und da nehme ich mal ein bisschen was. Und pastelliges, nicht so knallig, aber auf jeden Fall so in die blonde Richtung habe ich mir mal überlegt. Ja, vielleicht so. Ja, ein bisschen jetzt noch. Na, das war schon ein bisschen too much. Ja, so vielleicht. Ja. Ja. So vielleicht. Und dann noch die dritte Farbe. Können wir da... vielleicht dann... ja. Vielleicht sogar... so, hier. Das geht doch, würde ich sagen. Ja. Also, komm. Nehmen wir das. Ich glaube, dann auch wieder speichern. Und dann noch die... erstmal die Pupille. Würde ich sagen, das oder das. Ja, komm. Ah, okay. Man kann hier bloß zwei Sachen auswählen. Okay, dann nehmen wir mal die erste hier gleich. Und da würde ich so im Blau gehen. Das sieht man natürlich jetzt nicht so mega krass. Das ist nur hier unten so ein kleiner Zippel da. Nehmen wir mal so. Und so, das geht doch. Dann noch den Namen. Zack. Ich glaube... so passt das. Und dann können wir unser Abenteuer erneut in der Digi-Welt mal an den Angriff nehmen. Und ab geht er da, Peter. Ah ja. Okay, dauert doch ein bisschen länger. Ja, okay. Also hier fangen wir mal nicht in Yokohama Village an, sondern im Village of the Beginning. Aber Village Pibe Bleimer. Sehr gut. Oha. Das war laut. Hörsturz gibt's mit neuen Charakter gleich inklusive. Hier wird man jetzt erstmal natürlich in die Steuerung eingeführt. Eingeführt gesagt. Ist natürlich ein bisschen anders zu, ich ziehe gerne die Parallelen Digimon Masters Online. Weil hier spielst du nicht primär mit Klicks, sondern wirklich mit WASD. WASD. Oh. Kriegst du hier gleich so ein Baukasten von Bosch. Cool. Und hier ist auch schon die erste Quest. Gehen wir mal zu den tollen goldenen Fragezeichen zu Angemon. Oh yeah. Hat es natürlich auch was zu sagen. Ich warte natürlich sehnsüchtig auf einen englischen Patch. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Da könnte man vielleicht auch ein bisschen was von der Story verstehen. Ich meine, klar,
Digimon ist jetzt nicht so mega tiefgründig, aber ein bisschen was zu verstehen, was ich hier tue, wäre schon nicht schlecht. Ja, und jetzt kriegt man erstmal einen tollen Überblick über das kleine Dörfchen hier. Und auch hier wieder, ich weiß, ich sehe wieder die Parallele zu DMO. Natürlich grafisch deutlich ansprechender, auch wenn das hier so ein bisschen nachlädt. Und ja, ist halt so ein kleines Herzensprojekt von mir da. Sei es mir hoffentlich verziehen, dass ich da immer so ein bisschen die Parallelen ziehe, weil das hat ja doch schon recht hohe Präsenz auf meinem Kanal. Aber wenn die das Remastered von DMO so in den grafischen Stil hier machen, dann, ja, und dann noch mit der Steuerung von Alten, das wäre natürlich nicht verkehrt. Wir können uns auch mal ein paar Digimon hier angucken. Tigraymon, Hercules, Capoterimon, den kenne ich nicht. Ah, Okumon ist auch dabei. Ja, Tigraymon. Wieder, oh share. Herrlich. Magna Angemon heißt es, glaube ich. Nee, oder? Ist es anders? Ich glaube, Magna Angemon ist schon korrekt. So, jetzt müssen wir nochmal 170 Meter in diese Richtung hier. Da wartet schon die nächste Queste auf uns. Spring haben wir hier auch in toller T-Pose. Rennen allerdings nicht. Habe ich auf jeden Fall noch nicht rausgefunden. Aber Springen ist auch mehr so, ja, schlecht als recht gelöst, weil hier Alpha-Wand. Cool. Mhm. Und ob man hier auch automatisch laufen kann, habe ich jetzt auch noch nicht so ganz rausgefunden. Okay. Ja, das wird angemonnen. So. Mhm. Ja. Ja, hier dürfen wir unser Starter-Digimon auswählen. Ist jeweils ein Adventure-Digimon, ne, was man so kennt. So Agumon, Gabumon, Biomon, Tentomon und wie sie nicht alle heißen. Bloß Biomon oder Patamon empfehle ich nicht, weil die bekommt man später aus der Quest. Und in Digimon-Work-Manier musst du dazu Fragen beantworten, um deinen perfekten Partner zu finden. Wie im echten Leben. Lavu. Ich habe schon mal geschaut. Ich blende, wenn ich dann dran denken sollte, das auch mal ein, welche Kombination so zu welchen Digimon führen. Ich möchte auf jeden Fall gerne Gabumon haben. Ich hoffe, das klappt jetzt. Schauen wir mal. Yeah! Ach, und die Starter-Digimon haben sogar eigene Stats. Ja, also laut der Homepage von den Spiel auf jeden Fall. So jedenfalls, was ich so rausfinden konnte. Ich habe natürlich da auch nur so einen sporadischen Übersetzer. Und hier werden wir natürlich nochmal ein bisschen in die Stats eingeführt. Und was es hier nicht alles so gibt. Ja. Wahrscheinlich Stärken und Schwächen. HP, SP, EVP und XP. Natürlich, was er hat. Ja, auch schon. Sehr gut. Okay, klicken wir mal hier drauf. Hier haben wir unser Digivice. Hier könnte man später auch noch die Skills upgraden. Sehr schön. Ja, kostet Bit. Gucken wir gleich mal. Hat geklappt, offensichtlich. Ja, schön. Da haben wir den normalen Skill, den normalen Angriffsskill auf Level 2 hochgeskillt. Und hier ist so ein Blocksystem-Upgrade-Gedöns. Das heißt, ihr bekommt hier solche Blocks und die kann man dann, ich glaube, maximal pro Block 4% halt reinschieben und so den Wünschen das Digimon anpassen und verstärken. Jetzt haben wir da oben sogar schon eine blaue Quest. Also gelb ist ja hier, hat man vielleicht schon mitbekommen, statt lila die Hauptquest. Und blau waren nicht die Daily Quest, sondern hier sind es normale Side Quest. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und dafür ist lila, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier einen auf der Karte finden. Ah ja, hier. Lila sind hier dafür Event Quest. Ja.
So, wo sollen wir hin? Piximon. Guten Tag. Ah, nee, doch nicht? Doch. Kurze Verwirrung. Ja, ja. Ist sehr interessant, was du mir zu sagen hast. So, dann war das das. Und wir können ja auch mal hier auch mal mit Elekmon sprechen, was der von uns will. Und zwar hat er hier auch ein Upgrade-System, was ich leider noch nicht so ganz durchblickt habe. Ja, wir können also Digimon hier auswählen. Mhm. Und dann siehst du gleich. Uno momento, por favor. Können die Skills oder Stats abgequält werden, je nachdem, ob es halt fehlschlägt wie hier oder ob es funktioniert. Natürlich nicht, ob es funktioniert. Ob es funktioniert. Wie hier. Dann kriegt man halt jetzt hier eine Prozentzahl zwischen, glaube ich, auch 1 und 4%. Stand auch gerade da. Ich habe es bloß nicht genau gesehen. Und ja, dann hat man sein Digimon auch abgegradet. Schön. Mhm. Okay. Also man kann dann später auch nochmal hin und das dann dementsprechend nochmal machen. Pokémon. Pokémon, komm und schnapp sie dir. Bei Pokémon kann man wie üblich halt Evolution freischalten. Ja, kennt man ja auch schon aus gewissen anderen Spielen. Ja. Und hat eine Option. Ich kann das nochmal kurz zeigen. Sieht man die denn irgendwo? Kann man das? Achso, sieht man dann erst, wenn das dann dementsprechend das Level erreicht hat. Also man muss fürs Champion Level 15 werden, das so viel weiß ich auch schon. Und dann hat es eine gewisse Prozentzahl, halt hier in dem Fall Garurumon zu werden. Oder halt Trimogemon. Oder eben eine Mutantenversion des Vorgänger-Digimon, welche dann zwar stärker ist als das eigentliche, aber dafür dann nicht mehr digitieren kann. Oder so. Kann man auch dann später nochmal rückgängig machen, ja? Also, ich bin genauso Einsteiger wie du. Ich weiß auch noch nicht alles. Noch viel ist offen. Da würde ich erstmal kurz meinen Telefonjoker nehmen. Hallo? Hallo? Mhm, ja? Ist Herr Dünsch da? Achso. Jemand, der Dünsch heißt? Gut. Komischer Anrufer, ey. So, wo geht's lang? 50 Meter in diese Richtung. So, irgendwo hier hinten. Nochmal zu Piximon. Was gibt's denn diesmal? Ui. Wir werden transportiert. Und zwar an den Strand. Oh. Und da empfängt uns auch wieder Angemon. Angemon ist dann so offensichtlich ein kleiner Guide. Oh, hier kriege ich mal dann auch nochmal. Guck mal, da ist die Straßenbahn von den Adventure, wo man dann Citramon findet. Hier irgendein Dschungel. Und hier der Strand. Vielleicht sehen wir da noch einen Schelmon oder so. Mhm. Ach so, hier kann man dann die Quest sehen. Schön, ja. Mhm. Gut. Soweit erstmal keine Quests offen. Du willst auch nichts mehr von mir? Nee. So, dann gehen wir jetzt mal hier runter und dann sollen wir drei hiervon besiegen. Ja, sieht man auch gleich das Kampfsystem. Schön, dass man nach knapp 15 Minuten auch hier hinkommt. Leider, oder was heißt leider, ist halt Geschmackssache, ne? Für mich als alter Final Fantasy Fan ist es jetzt nicht so schlimm, rundenbasiert. Nicht so Live-Action-mäßig, dass es ein bisschen, ne, für den einen oder anderen nicht ganz so dynamisch ist. Vielleicht ein bisschen langweiliger, aber ist doch okay. Geschmäcker sind eben verschieden. Rundenbasiert finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Oh, ich muss drücken. Ja, 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 ja. Mhm, sieht man die HP schön. Jo, was? Ich wünschte, ich könnte es lesen. Aber naja. Gut.
ja, später im Verlauf des Spiels kommen wir natürlich nochmal hoffentlich ein paar mehr Digimon. Die können wir dann auch in unsere Party mit reinmachen. Man kann die sogar dann auswechseln. Also man hat dann so 3 Digimon, glaube ich, in seiner Party. Aber man kann die dann halt von Digimon, die vielleicht am Lager sind, austauschen. Ich weiß es selber noch nicht so genau. Kann man es eigentlich auch ein bisschen schneller machen? Ah, 1,5. Ah ja, 1,5. Gut. Und wenn man Skill benutzen möchte, klickt man halt drauf. Dadurch wird das Spiel ein bisschen verlangsamt und klickt dann auf den Gegner und dann setzt das Digimon eben den gewünschten Skill ein. Das geht natürlich dann deutlich nochmal schneller, die Kämpfe, weil Skills, so wissen wir das, natürlich mehr Schaden machen. Na komm, klatschen nochmal. Bam. Voll in die Fresse. Yay. Mhm. Ja, hier wird uns also nochmal gesagt, mit G können wir dann Items aufsammeln. Muss man leider auch so machen, das ist nicht möglich, dass man da draufklickt und sich das dann einsammelt. Und was ich halt auch deswegen ein bisschen noch gewöhnungsbedürftig finde, ist, dass du zu den Digimon hingehen musst, F drücken musst und dann startet der Kampf. Ja, das ist jetzt halt auch noch ein bisschen so ungewohnt. So, und welches Level sind die? Level, sieht man das hier irgendwo? Also in Game... Im Kampf sieht man das jetzt nicht, welches Level die haben, oder? Nee, irgendwie nicht. Deswegen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weswegen ich gerade geguckt habe, welches Level das ist, wer zuerst angreift. Die sind, glaube ich, ein Level oder ein paar Level höher als ich, deswegen kriegen die, glaube ich, den ersten. Ah, siehst du? Level up. So, Gabumon ist jetzt, genau, Zeit zur Freude. Ganz richtig, Gabumon. So, wieder nicht vergessen aufzusammeln. Jetzt theoretisch, wenn ich jetzt nochmal hier in den Kampf gehe, wo ist der nächste? Hallo, Sir, warten Sie kurz. Dürfte ich ja jetzt, glaube ich, zuerst angreifen? Wäre das innerhalb Rahmen des Möglichen? Nö, trotzdem nicht. Vielleicht muss man auch erst ein Level höher sein, dass man zuerst angreifen darf. Oder es hat sowas wie bei Pokémon der Geschwindigkeit zu tun. Das kann natürlich auch sein. Komm hier. Achso, was auch noch in Auge zu behalten ist, ist natürlich, dass diese Skills dementsprechend auch, ich nenne es jetzt einfach mal MP verlieren. Also benutzen, holen, man sie dadurch verliert. Deswegen hat man auch solche, ja, Lutscher, ich weiß es nicht, oder hier Brot für HP. Einsetzen tut man die so nicht. Scheiße. So, kann ich jetzt nochmal rein? Glaube ich dann mit links, ne? Ja, genau. Mit links. Aber, ach, er ist aufgelevelt. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann ist natürlich klar. Dann hat er natürlich wieder voll. Und jetzt dürfte ich jetzt erst angreifen? Immer noch nicht. Okay. Vielleicht hätte er wirklich was mit Geschwindigkeit zu tun. Kann ja sein. Komm, greif an. So. Und wenn ich jetzt richtig gezählt habe, weil ich glaube, ich kann noch gerade so bis 3 zählen. Genau, war es jetzt der letzte. Und jetzt geht's hier weiter. Huch, kurz rausgeklickt. So. Jetzt geht's weiter in den Wald. So. Schönen guten Tag. Hallo? Muss ich jetzt extra noch hier hin, oder was? Oh, klar. Oh. Ein wildes Kuwagamon erscheint. Ah. Angemon has joined the party. Hilfe! Ah, sehr schön. Es greift ein bisschen nur in die Arme. Ja, und Angemon darf natürlich als erster angreifen. Ich möchte auch gerne mal deine Skills sehen. Darf ich? Hallo? Achso, das ist wahrscheinlich ein Support-Skill. Ah, cool. Und das ist dann ein Angriff-Skill. Jetzt weiß ich nicht, ob er beides macht. Mal schauen.
Nee, er macht leider nur eine Sache. Aber den Support-Skill würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Mal gucken. Aha. Hat er hier für 5 Runden... 10% Stärke. Schön. Mal gucken, ob man das gleich auch merkt, die 10%. Ja. Achso, kann er das eigentlich auch auf sich casten? Wollte ich gerade noch fragen, aber da war der Kampf schon vorbei. Schön. Mhm. Naja. Ja. So, haut er wieder ab. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Gibt's sonst noch was auf der Karte zu... Oh, wollte ich ja sagen. Gibt's noch gerade noch was zu erledigen? Oh ja, da kommt noch ordentlich was auf uns zu. Aber finde ich ein bisschen schade, dass man hier nicht rennen kann. Aber, oder wenigstens Items hat, die einen schneller machen. Ach, das sieht schon... Sieht schon schön aus. Kann man nichts anderes sagen. Ja, gehen wir mal hier runter und hier stehen anscheinend schon ein paar Leute. Und hier sind unsere neuen Gegner. Oh, einer. Ich habe auch schon mal gesehen, dass mich 2 angegriffen haben. Habe jetzt aber nicht drauf geachtet, ob das dann gleich mit in den, Zyklus der Quest mit eingeflossen ist oder ob das dann halt trotzdem nur als einer gezählt hat. Oh. So sieht übrigens aus, wenn euer Digimon besiegt wird. Ja, man sollte natürlich auch auf die HP achten. Kann ich das irgendwie sehen? Ja, die ist immer noch down. Und wenn ich jetzt das einsetze... Okay, kann ich ihn heilen. Scheint A und SP? Nee, ein bisschen. Auch das nochmal aufgeführt. Aber scheint jetzt... Oh, hier haben wir gleich 2. Keinen negativen Effekt zu haben, oder? So, dann schau ich jetzt mal, wenn das jetzt hier zu zweit geht, auf meine HP ein bisschen genauer. Mhm. Weil jetzt haben wir ja schon einmal den Death Screen gesehen, das reicht ja. Ja. Ach nee, das war gar nicht HP. Ja. Halte ich immer wieder drauf rein. Die roten Tränke sind nicht HP. Wie man vielleicht annehmen würde. Darf ich nur einmal benutzen, oder was? Hallo? Ach, du darfst im Kampf nur einmal das benutzen. Willst du mich verarschen? Schon das Brot rausgezogen. So, also manchmal habe ich so das Gefühl, reagiert es nicht so wirklich. Hallo? Okay. So, vielleicht jetzt auch nur noch mal ein Gegner. Das würde mir jetzt auch erstmal dementsprechend reichen. Danke. Und anscheinend ist es doch unabhängig vom Level, wer zuerst angreift. Ich habe das jetzt mal die letzten 2 Runden beobachtet und greife ja jetzt zuerst immer an. Also hat es wohl doch was mit der Geschwindigkeit zu tun. Okay. Sehr gut. Ja, geht doch. So. Bisschen wieder einsammeln hier. Zack, zack, zack. Was ich auch nochmal gucken wollte, ist... Hier kriegst du die Daily Login. Genau, hier hast du Sachen, die du so bekommst, die das Leben leichter machen für ein paar Ingame-Aktivitäten, wo ich jetzt natürlich nicht genau weiß. Ich denke mal, das sind die Minuten. Also hier 10 von 10 Minuten, 20 von 30 Minuten vielleicht und hier 20 Minuten von einer Stunde. Das ist halt wirklich nur diese... Zeit ist, die du in-game verbrichst. Und du kriegst natürlich auch wieder Items als Nachricht. So, ich glaube, da war es hier.
Was macht er? Jetzt macht er alles M. Okay. Keine Ahnung, was das M ist, aber sowas auf jeden Fall das rausnehmen. Und dann kann man auch mal schauen. Was war das? Ah, daraus bekommst du Items zum Mining. Ich habe schon gedacht, so Akkubohrer oder Schraubschlüssel oder so. Das ist natürlich besser. Und was ist das hier? Vielleicht irgendwelche Tränke zum Buffen? Was haben wir hier? Irgendwas bufft das hier für einen Tag, eine Stunde. Das hier 7, 10%. Das hier 50%. Das ist vielleicht 7 Tage und das ist vielleicht ein Tag. Können wir mal schauen. Und das ist ein... Können wir mal gucken. Kann man es auch irgendwie einsetzen? Wie funktioniert das denn? Ah, hier. Ah, 0,001% XP. Mhm. Alles klar. Gut, kann man das auch mal einsetzen hier? Ah ja, jetzt hat man hier oben... Ach, wirklich 7 Tage. Das ist ja cool. 10% ab. Ja, komm. Dann baller ich mir gleich mal alle Steroide rein hier. Ich meine, kann ja nicht schaden. Vielleicht ist sogar das hier Bewegungsgeschwindigkeit, was ich ja vorhin gemeint hatte. Und hier kann man 23 Stunden... gefilmt werden. Keine Ahnung. Machen wir gleich noch einen OnlyFans-Account. Warum nicht? Und hier gibt es irgendwelche Wappen oder so. Cool. Ja. Sorry, aber das muss jetzt auch mal sein. Ja, ein bisschen erkunden. Ne? Das Spiel ist neu, ist interessant. Da kann ich auch mal ein paar Minuten mit verbringen, einfach mich so ein bisschen zu beschäftigen. Mir sei es verziehen. Bitte. Was ich jetzt allerdings offscreen machen werde, ist noch die Nebenquest beenden und noch etwas leveln. Und onscreen werde ich jetzt die Folge beenden. Ich hoffe, das ist okay für dich, weil die ist ja doch jetzt schon etwas länger geworden. Und ja, ich hoffe, die erste Folge Digimon Super Rumble hat dir gefallen. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt von dem Spiel und bin gespannt, wo die Reise noch so hingehen wird. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Und bis dahin sage ich tschö mit Ü. Und das Springen im Spiel scheiße. Move Game fixes shit.